Sie gilt als die meistgesuchte Frau der Welt, soll über 400 Morde in Auftrag gegeben haben. Die Islamistin Samantha Lewthwaite, Spitzname Weiße Witwe. Wie der Mirror und die Daily Mail berichten, sollen britische Sicherheitsdienste die 35-Jährige nun lokalisiert haben und von einer baldigen Festnahme ausgehen. Lewthwaite soll sich im Bürgerkriegsland Jemen versteckt halten. Die Islamistin kommt aus bürgerlichen Verhältnissen. Sie wurde in Nordengland als Tochter eines britischen Soldaten und einer irischen Katholikin geboren, soll christlich erzogen worden sein. Mit 17 konvertierte sie zum Islam. 2 Jahre später heiratete sie Jermaine Maurice Lindsay. Er sprengte sich 2005 mit 3 weiteren Attentätern in London in die Luft. 52 Menschen starben, über 700 wurden verletzt. Lewthwaite verurteilte zunächst den Anschlag, konnte ungehindert ins Ausland reisen. Einige Jahre später wurde sie selbst zur Dschihadistin. Sie soll sich der somalischen Al-Shabaab-Miliz angeschlossen haben und für mehrere Anschläge verantwortlich sein. 2010 entkam sie knapp einer Festnahme. 2014 wurde die Nachricht von ihrem Tod dementiert.